Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause an den Bildschirmen, natürlich drüben auch im VIP-Raum. Herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz, ebenfalls ein herzliches Hallo an die Pressevertreter hier im Presseraum. Ebenfalls darf ich hier recht herzlich begrüßen unsere beiden Trainer, zu meiner Linken der Coach des SC Riesersee, Toni Söderholm. Herzlich willkommen, Herr Söderholm. Und natürlich unser Coach Petri Kujala, ebenfalls ein herzliches Hallo an dich. Herr Söderholm, Ihr Statement zum Spiel, bitteschön. Ja, guten Abend, danke. Gratuliere Petri zum Sieg. Von meinen Augen oder meiner Meinung war es, die erste Drittel Anfang waren wir okay. Dann letzte Hälfte in der ersten Drittel war Nauheims. Das war auch so in der zweiten, wir haben stark angefangen in der zweiten Drittel. Dann hat Nauheim sich zurückgekämpft und in der dritten Drittel hat uns ein paar individuelle Fehler den Sieg gekostet. Und da war einiges Gutes dabei und da war einiges Schlechtes dabei. In der Form, wo Nauheim jetzt spielt, muss man top sein. Das waren wir heute nicht. Und Nauheim hat sich sehr stark verteidigt. Muss man auch den Nauheimern ein Lobwort geben, weil die haben das stark gemacht. Aber das war nicht unser bestes Auftritt. Aber wir gehen weiter. Danke. Dankeschön, Herr Söderholm. Petri, wie hast du es gesehen heute? Ja, ich habe es war ein sehr gutes Spiel von uns. Ich habe schon nach ersten Drittel gedacht, dass wenn wir so weiterspielen, ist es mir eigentlich egal, ob wir die Punkte bekommen oder nicht, weil die Jungs einfach nur alles gegeben haben und gut gearbeitet, sehr diszipliniert gearbeitet haben. Wir haben im zweiten Drittel, vielleicht die ersten 10 Minuten, das Spiel ein bisschen an Garmis gegeben, aber wie so oft nach so einer Druckphase vom Gegner schießen wir das 1-0 und dann geht es in die andere Richtung. Aber wie wir gearbeitet haben, dass in dieser Phase von Saison, das ist sehr gut und Riesenlob von meinen Jungs. Und natürlich Timo Herden auch, hat nicht viel gespielt, aber hat heute stark gehalten. Dankeschön, Petri. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Von das Mikro bitte durchgeben, danke. Ja, Petri, eine Frage. 9 Spiele, 8 Siege, das nächste 6-Punkte-Wochenende. Was macht den EC Bad Nauheim so stark? Ja, wir werden immer besser. Selbstvertrauen ist natürlich jetzt da und man darf nicht vergessen, in der Phase, wo es nicht so gelaufen ist. Wir hatten teilweise 6 Leute von unseren Top-3-Reihen raus. Wir sind dadurch sehr viel Scheiße zusammengegangen. Die Mannschaft ist zusammengewachsen und wir spielen jetzt unser Spiel. Weitere Fragen? Gibt es keine? Dann noch die offizielle Zuschauerzahl, 2378 Zuschauer am heutigen Abend hier im CKS. Die Ergebnisse aus der DL2, Dresdner Eislöwen gegen Bayreuth Tigers 5-0, die Lausitzer Füchse gegen die Tölzer Löwen 6-2, Bietigheim Steelers überraschend deutlich gegen ESV Kaufbeuren 0-7, Kassel Huskies mit einem 3-1 gegen die Eispiraten Grimmitschau und die Löwen Frankfurt 1-4 gegen den EHC Freiburg und Heilbronn gegen Ravensburg Tower Stars 1-2. Weiter geht es für den EC am 23.02., sprich nächste Woche Freitag um 19.30 Uhr hier gegen die Wölfe Freiburg. Natürlich unser Aufruf, unterstützt das Team, seid wieder dabei hier im CKS. Jetzt zählt es, wäre schön, wenn ihr mit dabei seid. Ihnen, Herr Söderholm, Ihrer Mannschaft, alles Gute, einen guten Nachhauseweg. Dankeschön, das soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.